So, weitergekoppelt in diesem lustigen Spiel, in dem wir weiter in Türen mit Splitterbomben behandeln. Oh, noch mehr von diesen Wachen. Was sind nur zwei? Ist das hier ihr lokales Dojo oder was? Der andere hat mich vorhin noch gar nicht geackert. Moment, ich renn mal kurz weg. Vielleicht kommt nur einer. Ne, es kommen leider beide. Na gut, dann. Ganz viele Buchstaben als verloren. Was? Bernie im Blick für den was? Nein, natürlich nicht. Lassen wir das einfach hier. Es ist. Ach, guck mal, jetzt sind beide reingelaufen. Ist das nicht schön? Piu, piu, piu. Österreich ruft an. Ja. Ich habe gerade einen Spam-Anruf aus Österreich erhalten, Richard. Man hat schon gemustmaßt, dass du es sein könntest. So, Jedi. Wir hören jetzt die Musik mal ein bisschen lauter. Weil ich glaube, die nervigen Piu-Piu-Geräusche sind erstmal vorbei. Alter. Okay. Lassen wir das einfach hier. Ich glaube, in die Mine bin ich gerade selber reingelatscht, ne? Ah. Okay, so ist das Thema, die nervigen Piu-Piu-Geräusche sind vorbei, ne? Bringen wir es hinter uns. Schnell. Aber ist ja nicht. Aber es ist eigentlich voll gut, dass wenn die einzeln kommen. Da kann ich besser mit arbeiten. Deswegen gehe ich ungern als erstes nach Nashadar. Hast du nicht gesagt, flieg mal als erstes nach Nashadar? Wie durch das Level? Ja, ich meine, wir spielen ja immer noch auf normalen, also das ist halt. Aber das heißt ja, dass die anderen Orte jetzt alle easy peasy werden, wenn wir hier fertig sind und nachher da. Ich hab gar nichts gedacht? Okay. Na gut. Irgendjemand meinte, guck mal nach Nashadar. Und rein technisch gesehen war ich, glaube ich, auch selber eher dafür bereit, nach Nashadar zu gehen. Weil das ja sich sehr daran angehört hat, Turbolift-Notversteuerung? Als wäre das unsere nächste Adresse. Diese Tür ist magnetisch verriegelt mit drei Schichten Durastahl verstärkt. Sie soll offenbar verhindern, dass jemand hinauskommt. Oder hinein. Das sieht wie ein Fluchtweg aus. Er wurde offenbar über das seltsame Terminal daneben kontrolliert. Achso, das ist ja natürlich jetzt ärgerlich. Mir fällt jetzt gerade siebenteils auf, dass ich bestimmt meinen Haupthelden jetzt, wenn ich den hole, dass ich denn wahrscheinlich sowieso mit ihm zusammenspielen kann. Anfang hat wenig. Also ich weiß gerade nicht. Anfang hat er wenig und ein paar Encounter. Ja, Visas war halt absolut lächerlich, ne? So, ich warte übrigens immer noch darauf, dass wir irgendwelche Dinge hier finden. Bleib zurück. Einfach. Oh. Ich hätte gedacht, der reagiert schneller. Also, soll das aber heißen, auf den anderen Planeten hätte. Also, ist gelevelt. Auf den anderen Planeten hätte ich in aller Ruhe durchballern können, mir wäre die ganze Zeit nichts passiert und alles wäre geil gewesen. Und nur auf Nashadar ist dieses Meme quasi schon. Drückst du nicht meine Schadenszahlen? Ja, es tut mir ja leid, dass ich im Vorfeld keine Blaster gemoddet habe. Ich habe jetzt halt irgendwie gerade die. Warte, ich habe eine Sabrak Blasterpistole gefunden. Moment. Oh, lol. Die sollte ich vielleicht mal nutzen, wa? Ne, ich habe. Modifizierter Blaster 5 plus 8. Schwerer Blaster hat 5 plus 14. Verstrecker hat 5 plus 8. Na, ich habe halt irgendwie das erste. Ich hab halt nicht so guter. Was macht denn der 10S-Stärke in den Händen? Okay, das bringt mir nichts. Ich hab halt die erstbesten Waffen, die noch um die bei hätte. Ich wusste ja im Vorfeld nicht, dass ich jetzt hier, dass ich für diese Mission hier irgendwie zwei Blaster im Inventar halten sollte. Lass mich hier bis zu 60 plus Energie Base Damage? Ja, so wären wir ja nicht. So, die Musik könnte sich übrigens ruhig mal ein bisschen chillen. Also, ein bisschen kühle hier wäre ja nicht schlecht. So, kritischer Treffer? Nee, erhöhte Vorsicht brauchen wir auch nicht. Schwere Rüstung ist Quatsch. Beithändiger Kampf, mit Doppelklinge ist weiterhin einfach. Zählt das auch für Nahkampf? Ist das auch für Fernkampfwaffen? Unruhe wird es aber nicht brauchen. Warum kann sie eigentlich als Speer nicht das volles. Ja, die Musik fehlt mir wieder an. Ist da mal. Zielen. Es ist vor allen Dingen auch immer das gleiche Lied. Oh, guck mal, sie kann Gesundheitspunkte regenerieren. Moment, das will ich jetzt. Das. Bleib zurück. Das ist schwerer, als ich dachte. Alter. Gefällt dir das?
Warum kann sie eigentlich mit Blastern Türen aufschießen? Das ging doch vorher nie. Bleib zurück. Einfach. Credit, okay. Cool, jetzt haben wir eine Werkbank. Ist das noch, wo ich gerade rumgemeckert habe, dass ich meine Waffen nicht. So, was habe ich hier? Ich benutze den Vollstrecker und. Das sind die Telepistole, die ich benutze. Ja, was kann ich hier machen? Ich kann hier einen Hochleistungs-Siphonrohr anbauen und. Einen Energiereposator. Und davon habe ich nichts. Ich weiß noch nicht, was das ist. Seht, wie das Slot heißt? Patronenlager. Okay, zusammenbauen. So. Dann müssen wir mal kurz nachschauen, was die zweite Waffe ist, die ich eigentlich benutze. Die kann man nicht upgraden, oder? Die Sabrak-Pistole nicht upgradefähig. Okay, gut. Dann müssen wir noch kurz ein Patronenlager bauen für. Warum ist das hier nicht in der Reihenfolge? So, warte mal. Was ist denn das hier? Erkenne ich irgendwo, was das endlich für ein Gegenstand ist? Schwierigkeitsschon? Nee, oder? Das Problem ist, dass halt sonst keiner was schreibt. Das sieht das mal so aus, würde richtig viel schreiben. Ich kenne das aber auch, wenn ich in irgendwelche Chats gehe von kleinen Streamern. Also genauso groß wie ich quasi. Und dann irgendwie ein bisschen mehr schreibe, dann sieht es auf einmal aus, als würdest du übel der harte Spam-Talker sein, ne? So, was können wir hier bauen? Verstärkungsmaß. Schadens plus 4, einfach Energie. Besser wird's nicht, oder? Ja, dann bauen wir das auch. Macht das hier Defensivbonus auf keinen Fall. Energie. Ja, komm hier, plus 4 Flat-Energie. Das Ding bauen wir. Bauen das ein. Vollstrecker, zack, Verstärkungslager, zusammengefriemelt das Ding. So, hier. Ist immer noch nicht besser geworden. Das Ding ist immer noch schlechter als der scheiß Sabrak. Ach, Menno. Boden muss so schnell. Oh, Ventilatorensystem? Oh. Computer hacken. Eine Sonde. Nicht genug Sonnen. Nein! Nein, das sind die Sonnen, die ich alle zu Kleinteile verbaut habe. Was? Nein. Ich habe keine Sonden mehr, weil ich habe zwischen. Warte mal, Moment. Ich habe keine Sonden mehr, aber das ist ja gar kein Problem. Ich kann doch welche bauen. Ich würde gerade sagen, ich habe nämlich alle Computersonden zerlegt, weil ich zwischendurch doch hier Komponenten brauchte. Und dessen habe ich keine Sonden mehr, weil ich dachte, ich kriege die von C3PO und wie auch immer mein Roboter eigentlich heißt. Aber der gibt dir ja keine. Und dessen habe ich gerade keine. Nein, ich will nicht da weg, ich will den Computer. Hier, diese Computerkonsole, die aussieht wie alle anderen auch, ist so. Wieder zur Belüftungskontrolle. Überwachungskameras zugreifen? Trainingsraum? Gasraum? Achso, Gasraum soll heißen Westkammer. Oh, warte mal. Stromzufuhr der Westkammer überlagern. Zwei Sonden. Das haben wir. Hauptkammer, Hauptmenü. Westkammer? Ach ja, wir sind tot. Zurück zum Hauptmenü. Zugriff auf Systembefehle. Alle Sicherheitstüren öffnen. Gebietsschema laden. Zurück zum Hauptmenü. Ja, wow. Okay, gut. Die Sonde war gut investiert. Ich meine, die haben uns jetzt drei Gegner getötet. Wollen wir jetzt mal nicht zu schlecht anrechnen. Aber alle Türen öffnen scheint mir doch relativ mies einfach zu sein. Ne? T3 hast du das. Oh, ne, Schani-Schild. T3 hast du das Ding. Ja, sag ich doch. Den komischen Astromech, den wir schon im Vorgänger hatten und nie bei. Bis auf diese eine Mission, wo du ihn bei haben musstest. So, Feuer. Piu, 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 piu. Gib zu, ich merke jetzt nicht direkt, dass ich jetzt mehr Schaden mache. Vor allem, wenn die komische Sabrak-Pistole immer noch mehr Schaden macht ohne Mods. Ich frage mich übrigens, wie hoch dieses Crafting-Skills eigentlich noch gehen sollen. Bringen wir es hinter uns. Schnell. Ach, das waren schon alle. Oh. Ich wollte gerade noch was schreiben. Bleib zurück. Einfach. Großer Spind. Ich habe die Küche gefunden. Das sieht zumindest ein bisschen aus wie eine Küche, der Raum hier. Oh. Medikit, das ist tatsächlich mal ein guter Anfang. Computersonden, yay! Ich hätte gar keine bauen müssen. So, da haben wir hier noch einen Miniraum. Ja, wir sind ja gleich durch hier durch diesen Abschnitt. Bleib zurück. Einfach. Frag mich eigentlich, wo Saschkösch eigentlich noch ist, weil wir haben jetzt mittlerweile jeden Raum hier geklärt. Einfach. Exchange Allzweckgürtel. Oh, was kann der denn? Computerkenntnisse 3, Sprengstoffkenntnisse reparieren, Sicherheit plus 3, Geschicklichkeit und Stärke plus 1. Das Ding macht Geschicklichkeit plus 2, aber an sich ist der Exchange All-Zweck-Gürtel. Dieser Gürtel der Träger dieses Gürtels benötigt die Fähigkeit Sprengstoffeinsatz und Sicherheit, um ihn effektiv einsetzen zu können. Niemand von meinen Leuten hat, glaube ich, Sicherheit und Sprengstoffeinsatz, oder? Ah, Aton vielleicht. Oder sie auf jeden Fall nicht. Sie hat dafür Handgelenksmontage.
Weil wir bis jetzt so viele Handgelenkswaffen gesehen haben. Thermaldetonatoren. Oh, den habe ich schon mal gehört. Hier, die Regale sind immer komplett leer. Schön. So, hier jetzt da durch. Und dann ist hier die letzte, der letzte Form, den ich noch nicht war. Bleib zurück. Einfach. Ah, hier war ich auch schon. Bleib zurück. Einfach. Und hier ist... Ah, oh, ja, dieser Raum. Hier waren wir auch schon. Und hier waren wir noch nicht drin. Ja. Bleib zurück. Einfach. Na, also. Sag mal so, hätte ich diese Schränke... Jalshay-Mentorenrobe. Quick Save. Das sieht nach Random Loot aus, den ich gut gebrauchen könnte. Jalshay-Mentorenrobe. Ausrüstung möglich. Badur, Defensiv, Bonus 4. Maximal Geschwindigkeit 4. Fähigkeiten überreden. Charisma 4. Bindet Einsatz der Macht nicht. Das Ding ist ideal. Also gerade das Charisma 4 ist ja für meinen Hauptschwer großartig. Das heißt, jetzt habe ich aber eine Laberrüstung und eine Kampfrüstung. Mit Defensivbonus 4 ist das natürlich nicht so der Hammer. Ja, Schemetoren sind in ihren Lekt und übertroffen, dienen oft als geschätzte Ratgeber und Lehrer. Die Yashi konzentrieren sich auf die intellektuellen Schulen der Macht. Sie wollen sich eher auf den Mental als auf den spirituellen Ebene verstehen. Die Yashi sind immer wieder herausragend, aber körperlichen Fragen weniger bewandert. Ah, jetzt habe ich die Robe gleich angezogen. Das wollte ich eigentlich nicht. Wir bleiben beim Bonalan Kampfanzug. Der passt zu Mira, glaube ich, besser. Oh. Diese Tür ist magnetisch verriegelt und mit drei Schichten Durastar verstärkt. Sie scheint zu den Lüftungsschächten zu führen, in denen der Jedi gefangen ist. Vielleicht gibt es irgendwo auf dieser Ebene einen Überdrückungsschalter. Oh. Echt jetzt? Ach so, ich muss... Ich muss die Türen tatsächlich doch mit der Konsole öffnen. Diese Tür ist mit drei... Was? Freunde? Vielleicht gibt es irgendwo auf dieser Ebene einen Überbrückungsschalter, aber ich... War doch? Warte mal, ich... Ach nee, das ist der Fluchttunnel. Okay, gut, da wollen wir zwar hinterher hin, aber... Ja, wo ist denn dieser tolle Überbrückungsschalter, von dem ich so viel gehört habe? Jetzt wird es ein bisschen verwirrend, weil ich bin bis jetzt nur in diesen einen Computerraum vorbeigekommen. Ich bin wie die Konsole. Ja, aber ich war doch schon an der Konsole. Hier. Oder gibt es noch eine andere Ventilatorensteuerung hier? Also der grüne Trainingsraum, die Konsole an der Tür. Ach, das Ding. Glaubt mir nicht, wie man jetzt sage, ich habe das Teil kurz angeguckt und bin daran vorbeigelaufen. Das Ding jetzt? Das grüne Ding an der Tür. Diese Konsole hier, Turbolift-Versteuerung. Zugriff auf alle verfügbaren Fluchtwege. Laut des Gebietsschemas gibt es nur zwei Eingänge im Whisker-Stützpunkt. Einer von euch durch den Tunnel Jack-Jack-Tar. Der andere schafft es ein privater Fluchttunnel zu den Docks von Narshada. Er wird geöffnet, wenn die Sicherheit der Lüftungsschächte geöffnet wird. Fluchtwege aktivieren und fliehen. Der Alarm? Wer hat die Tür zu den Lüftungsschächten geöffnet? Ich hatte angeordnet, dass sie erst auf mein Kommando geöffnet wird. Wie konnte sie die von innen öffnen? Mira! Ja, sieht aus wie der Jäger auf der Flucht. Ich werde einige Männer schicken, ihr nach. Der Clan soll die Basis sichern. Wir werden alle Männer brauchen. Und sag ihr, das ist mir egal, ob die Jäger lebt oder tot ist. Jetzt muss ich die ganzen Typen nochmal niederschießen. Schießen. 250 Erfahrungspunkte erhalten. Offenbar gibt es hier keine Differenzen. Deine Karte wurde rekalibriert. Wenn du in die Schächte zurückkehrst, müsste der Lokalisator einwandfrei funktionieren. Ah, yes. So, jetzt haben wir hier die neue Robe. Die Saison-Char-Adeptenrobe macht Defensivbonus 4, macht Geschicklichkeitsbonus 4, macht ein bisschen Schadensimmunität und die Yay-Char macht diese ganzen lustigen Fähigkeiten. Aber an sich ist die jetzt erstmal für den Kampf. Also für den Kampf jetzt ist auf jeden Fall die hier besser. Und ich glaube, dass Mira sich gerade meine... Warum kann ich das Ding ja nicht benutzen? Kann es nicht auswählen, was fehlt mir dafür? Fähigkeiten Bewusstsein 4. Angriffsmöglichkeit. Was brauche ich dafür? Achso! Spezialwaffe Blasterpistole und Spezialwaffe. Achso, warte mal, das kann ich gar nicht leveln, oder? Oder kann ich das? Waffenfokus hab ich. Aber das ist nicht Spezialwaffe, ne? Ja, weil ich dieses dumme. Jedi-Zeug habe. Okay, gut, deswegen kann ich das nicht. Na gut. Ist schade.
Dann nehmen wir halt das Zielvisier, wenn mir nichts Besseres einfällt. Jo, nee, gut. Quicksave. So, hier sollten ja eigentlich nicht mehr allzu viele Leute leben, oder? Warum liegt hier eigentlich noch eine Leiche rum? Oh, die drei Deppen leben noch. Warte mal, ich hab doch die Laola-Will der Macht, oder? Also irgendwie macht mein Hauptheld schon ein bisschen mehr Schaden als die... als die anderen Typen, ne? Piu, piu, piu. Nun. Ja, gut. Ich weiß nicht, ich fühle mich halt mit schwere Krattrüstung, okay. Kann die was? Das Kampf ist dann auch nicht wechseln, das ist ja schön. Kann ich jetzt nochmal in die Arena? Warum ist denn die Tür jetzt eigentlich zu von der Stadt? Ah, toll. Ich muss hier raus, bevor mich Viskis kalt stellt. Aha. Viskis steht in der Arena tatsächlich. Was ist denn jetzt los? Noch eine dritte Perspektive? Gruppenauswahl. Niemand. Atom braucht keine Unterstützung. Nee, nee, wir nehmen auf jeden Fall die Dienerin mit. Also, ist geil, dass hier auch jede Menge Dialoge sind, ne? Wer sind die Typen da eigentlich hinten? Dienerin? Gruppenauswahl abgeschlossen. Oh, ich hätte doch lieber Visas mitnehmen sollen, ne? Warum ist ein Badudur mit jetzt bei als Pflichtveranstaltung? Und hat er jetzt einfach einen Dialog schon mal vorgenommen? Ja, gut, die Dienerin... Ich wollte eigentlich die Dienerin und Visas mitnehmen, aber okay. Was haben wir denn jetzt hier? Einfach mal einen Thermaldetonator in die Menge. Was für eine Waffe hat Arthur noch nicht gerade bei? Ach, er hat die gute Pistole ohne Namen. Und die andere gute Pistole ohne Namen. Was ist das für eine? Achso, das ist die Droidenpistole. Okay, gut. Ja, denn Feuer, wa? Ja. Ich werde sie durch die Schlacht ehren. Ja. Ich werde sie durch die Schlacht ehren. Das wird euch eine Lehre sein. Also eigentlich sollte einer von euch Depp eine Granate werfen. Oh, okay. Werfen wir halt keine Granaten, das ist vollkommen okay. So, was können wir mit ihm noch leveln? Alle, so wie es aussieht, weil er 8 Punkte hat. Ja. Talente. Unbewaffneter Spezialist 4. Ich sollte ihn wirklich keine Waffe in die Hand drücken. Technikexperte. Duellieren. Bloß gefährlich, so wie für einen unbewaffneten Kampf. Die Musik ist heute auch nur ein Lied. Ja, Reaktionszeit wird schneller. Fähigkeit Tarnung. Braucht keine Sau. Ja, komm, jetzt ist die Trefferpunkte. Klingt eigentlich ganz gut eigentlich. Warum hat er jetzt eigentlich gerade so viele Level-Ups? Ich habe ihn doch schon mitgenommen zum Gegenstände bauen, oder nicht? So, die Dienerin kann... Die kann aber nur eine Sache leveln. Das ist ein bisschen ärgerlich. Unbewaffneter Spezialist 3. So geil, dass sie unbewaffneter Spezialist hat, aber ich mit dir die ganze Zeit eigentlich nur mal, ob ich einen anderen Spaß mache. Empathie, das brauchst du doch eh nicht. Spezialkampfwaffen? Ja, das klingt gut. Ich hätte Visas mitnehmen sollen. Das wäre halt so viel klüger gewesen, als das, was ich jetzt gemacht habe hier. Was sind das hier? Echani-Treffer? Im Fall eines unbewaffneten Angriffs an beliebigen Gegner versuchen sie... Ja, das will ich auf keinen Fall, sonst schaffe ich die Trainingslektion gegen sie nie wieder, ne? Das lassen wir mal lieber. Duellieren? Aber dieses Kampflied ist doch so kurz. Könntest du nie verbessern? Wir haben dreimal alle Rettungsdürfe, auf keinen Fall. Das ist jetzt echt komisch, weil ich werde mit ihr nichts leveln, was die anderen... Ach, guck mal, sie kann hier Spezial... Sie kann Spezialwaffen, Blaster, Fokus und Dings leveln. Sie, die von Haus aus als Nahkampf kommt. Wie dumm ist das denn? Ich fühle mich ja leicht verarscht, ne? Ich höre. Naja, gut, dann rennen wir mal los, wa? Kommt die anderen mit? Ja, komm mit. Schön. Schön, schön, schön.